Okay, möglich, aber ich habe den wahrscheinlich bekommen, doch. Ich dachte, da wäre mir ein Fehler unterlaufen. Na gut, dann machen wir uns jetzt erstmal ab in das Schüler-Level. Und falls mir dann immer noch Edelsteine fehlen, werde ich die höchstwahrscheinlich im... Ja, gewiss. Im Skateboard-Level finden, weil da habe ich... glaube ich, diese obere Etage vergessen. Möglicherweise habe ich sie zufällig alle bekommen, aber ich glaube, ich bin da nicht nochmal extra hochgegangen. Hey Spyro, hier wimmelt es von Rhinoxen. Vielleicht kann ich auf der Spitze des Turms ein wenig Ruhe finden. Oh, Jammer! Ich habe meine Liebste verloren. Sie wird in jenem Turm dort drüben von bösen Rhinoxen bewacht. Kannst du sie für mich retten? Aber Tales from the Borderlands war auch schon cool. Also das hat Spaß gemacht. Und ich musste ein bisschen weinen, musste ich am Ende. Also nicht ganz am Ende, sondern halt so. Das war, glaube ich, auch ziemlich am Anfang der... letzten Episode. Auf jeden Fall habe ich da... Was war das denn? Da gibt es halt diesen... Ich will jetzt nicht zu viel verraten, falls ihr das noch selbst spielen wollt, weil das ist nämlich diesen Monat im PlayStation Plus. Ja, was ist bei dir kaputt? Nein! Auf dich zu freuen, du Pisser! Was wollte ich sagen? Ach genau, dieses Mal im PlayStation Plus Gedöns kostenlos. Und da ist halt so ein Unbekannter, mit dem man so die ganze Zeit quatscht, beziehungsweise dem die ganze Geschichte erzählt, die vorgefallen ist. Und, ich hab halt... Oh mein Gott, das wird jetzt schwierig, das zu sagen, ohne... Ohne was zu verraten. Auf jeden Fall, ich hatte was gesagt... Ich hatte was gesagt in der 5. Episode und dann hat man erfahren, wer dieser Unbekannte ist und ich habe mir einfach nur so gedacht, Scheiße. Wie mache ich das denn jetzt hier am besten, ohne zu sterben? So. Und da musste ich doch ein bisschen weinen. Aber das hat mir gefallen, das Spiel. Weil man halt auch diese Einblendung, wegen, das wird sich die und die Person merken. Oder wenn man dann irgendjemanden geschlagen hat oder so, dann stand so, ja, das wird sich das Gesicht von der und der Person merken. Das war schon ganz lustig. Und halt Borderlands ist sowieso mega cool. Und dadurch, dass ich jetzt Tales from the Borderlands gespielt habe, habe ich jetzt wieder Bock, Pre-Sequel zu... Pre-Sequel zu platinieren. Oh. Ach nö. Wobei ich mir halt erstmal gesagt hatte, weil dann ist mir halt Chains of Olympus. Chains. Das, was ich platiniert habe. und Ghost of Sparta. Also die beiden PSP-Teile von God of War, weil er mir die gegeben hat. Habe ich halt erstmal überlegt, weil es halt PSP-Teile sind und die meistens nicht so lang sind, machst du erstmal die. Und dann machst du. Hier das andere Spiel, was ich spiele: Borderlands, so. ja, aber ich habe dann gestern, nachdem ich
ziemlich viel Stress mit dem Endkampf hatte. Meine Fresse, ey. Nachdem ich ziemlich viel Stress mit dem dummen Endkampf hatte, habe ich mir dann doch gesagt, na, also ich habe dann... Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. So. Nachdem ich Stress hatte damit, du kannst mich mal in Ruhe lassen. Ach, meine Fresse. So. Ich habe dann zwar noch mit dem anderen Spiel angefangen für die PSP, aber das ist irgendwie so viel schwerer. Ich habe irgendwie gelesen, dass das eigentlich für manche Leute dass das leichter sein soll, aber ich habe da echt Probleme. Kann aber auch daran sein, dass ich einfach total... Also viel zu viel God of War gespielt habe. Und ich quasi ein bisschen übersättigt bin, sag ich jetzt mal. Und dass ich dann halt einfach keine Lust habe. Und wenn man keine Lust hat, dann spielt man auch schlecht. Und das kann auch daran gelegen haben. Auf jeden Fall habe ich dann gestern nicht mit Pre-Sequel weitergemacht, sondern mit Trine 2. Weil da habe ich irgendwie 4% der Trophäen gehabt bisher. Und da habe ich mir gedacht, komm, spielst du da mal weiter, weil ich war, ich glaube, im Level 5 oder so. Ich habe gestern Abend noch bis, ich glaube, Level 12 oder so gespielt. Ja, und da werde ich dann gleich weitermachen. Und wenn ich das dann fertig habe, dann... Ich will noch nicht mit dir reden. Marco hat dich geschickt? Ich habe eine gerichtliche Verfügung gegen ihn. Dann mache ich mit God of War, denke ich mal, weiter. Lucy, übrigens. Mit schöner Farbe. Lass das alle Edelsteine sein. 5. Ja. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben das Level fertig. Und wir verlassen das Level mal auf die normale Weise. Hast du nur was zu sagen? Oh, Jammer! Ich habe meine Liebste verloren. Sie wird in jenem Turm dort drüben von bösen Rhinoxen bewacht. Kannst du sie für mich retten? Jemand ist draußen am Rasen mähen. Das heißt, ich werde gleich mal mein Fenster zumachen. Eigentlich wollte heute auch noch mein Onkel vorbeikommen. Und ich hoffe mal einfach, dass der nicht vorbeikommt. weil er wollte nämlich den Vertikulierer, ich weiß nicht, wie dieses Ding heißt, das, was das Moos aus dem Boden rauszieht und den Rasen ganz doof aussehen lässt. der wollte ihn abholen. Ich hoffe, dass er nicht während der Aufnahme kommt. Ja, und ich habe mir heute schon ein kleines Heftchen gekauft. Aber ich glaube, ich muss mir noch eins holen. weil ich wollte nämlich ganz gerne die ganzen Spiele, die ich habe, aufschreiben und dann halt den Fortschritt. Also nicht alle Spiele, nur PlayStation 3, PlayStation 4. Und dann, ob es runtergeladen ist. Oder halt auf DVD, also Blu-ray. ja. Das wollte ich halt da reinschreiben, damit ich ungefähr einen Überblick habe, weil ich... Das mit den Download-Dingern, da habe ich echt keine Ahnung. Ich habe in Anführungszeichen so viele, also in Anführungszeichen, ich selbst verliere schon Überblick, aber der Dennis zum Beispiel hat noch viel, viel mehr. Und, ja. Oh, meine Augen jucken, das ist unfassbar. So, Wolkentürme. Ich fände dieses, das, wie das hier aussieht, das da mit diesem
mit dieser Krone, sag ich jetzt mal. Sieht so ein bisschen aus wie in diesem PlayStation 1 Teil von Spyro. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ich weiß es nicht. Aber das sieht irgendwie so, weiß ich nicht. Das hätte man noch da bei PlayStation 1. Bei PlayStation 1. Im ersten Teil. Meine Fresse, ey. Was ist los? Ich finde... Okay, jetzt eigentlich nicht mehr. Also ich hätte... Super. Ich hätte gesagt, am Anfang von dem Lied hätte das auch in so eine Lava-Welt gepasst. Aber jetzt, wo dieses Xylophon-Gedöns ist, klingt das doch mehr nach Eis. Aber das ist schön, das Lied. Gefällt mir. Also, was hast du denn zu erzählen? Die Rhinoxe haben unseren Wolkengenerator abgestellt. Und ich werde nie wieder einen Regenbogen sehen. Ja. Pech. Aber das hier war... Ich weiß nicht, ob es hier was Blödes gab. Meine Flügel groß und stark wie deine wären, könnte ich leicht drüber gleiten. Du bist die ganze Zeit am Fliegen, ne? Also könntest du eigentlich auch darüber. Sag ich jetzt nur mal so. So, wo ist der andere? Da. So, das war sehr schön. Ah, hier ist doch noch was. Da hat mich mein Gedächtnis doch nicht getäuscht. So, rüber. Ups. Die Metallrüstung, die diese Feinde tragen, schützt sie vor deinem Drachenfeuer. Wenn du die Quadrattaste gedrückt hältst, kannst du sie durch Umstoßen besiegen. Genau, zwei Sachen wollte ich noch erzählen. Und zwar, wie gesagt, ich habe mir dieses Büchlein gekauft, wo ich den Kram reinschreiben wollte. Nur, ich muss mir, denke ich mal, noch eins kaufen, weil ich habe jetzt nicht so mega viele Spiele für PlayStation 3 und PlayStation 4. Aber ich wollte dann halt für, also jede Doppelseite einen Buchstabe. Also A, B, C, bla bla bla. Und dann halt ein bisschen nach Alphabet sortieren. Aber halt, geht ja schlecht, wenn man es aufschreibt. Ups. Nö. Weil wenn neue Spiele dazukommen, ist das halt ein bisschen schwierig. Aber halt so, dass das ein bisschen geordnet ist. Ja. Ach genau, und das Heftchen hat halt nur 16 Seiten und da passt halt nicht das ganze Alphabet rein. Ich habe da aber nicht drauf geachtet, als ich es gekauft habe. Ja, deswegen muss ich mir noch eins kaufen, das werde ich dann zusammenkleben. Da habe ich so ein super nices Gedöns, wo ich mir immer meinen Fortschritt drin einmalen kann. Stephanie oder Stephanie. Ja, und das andere, ich weiß nicht, ob ich das schon, ich meine, ich hätte es nicht erzählt. Und zwar, wenn wir an einer bestimmten Stelle im Spiel angekommen sind, möchte ich ganz gerne meinen Speicherstand kopieren. Weil ich euch da gerne was zeigen möchte. Und wenn ich das euch so zeige und das dann speichert, dann kann ich keine 100% mehr holen. Also es ist irgendwie ein Bug im Spiel, keine Ahnung. Den meine Mutter damals fabriziert hat. Und den möchte ich gerne nochmal fabrizieren. Weil mich das interessiert, ob ich... Also, das ist jetzt nicht schwierig, aber ich kann es euch ja mal erzählen, was man dafür machen muss. Und zwar, in der Feuerwerksfabrik, die gibt's im dritten... in der dritten Welt. und da kann man mit Raketen rumschießen.
Und da gibt's auch Ninjas, die auf den Häusern sind. Und meine Mutter hat mit der Rakete die Ninjas abgeschossen, die auf den Häusern noch waren, die normalerweise geskriptet runterspringen, wenn man an dieser Stelle dann ist. Aber da dann meine Mutter die vorher schon kaputt gemacht hat, lagen die Edelsteine auf dem Haus oben drauf und man kam nicht mehr ran. Ich quatsch erstmal mit Mr. Geldsack. Hallo, wenn das nicht mein Lieblingsdrache ist. Die Zauberin hat mich beauftragt, diese Blasebälge zu bewachen. Ich könnte aber vielleicht in die andere Richtung sehen, wenn ich durch das Zählen von Edelsteinen abgelenkt wäre. Zwei Edelsteine zahlen, um Blasebälge zu aktivieren? Sicher, warum nicht? Oh ja, wertvolle Edelsteine. Nun, Sparrow, jetzt kannst du die Blasebälge jederzeit benutzen. Viel Glück bei deiner kleinen Eierjagd.